Ich bin doch immer vorsichtig, das weißt du doch. Ich bin immer ganz vorsichtig. Ich mach nie irgendwie Blödsinn. Siehst du? Hab ich doch gesagt. So. Null der Fremde. Sprich mit Null. Na toll. Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Beim letzten Mal haben wir den Gedankenbogen gebaut, um Artemis aus diesem Hologrammgedönsel zu befreien. Und jetzt müssen wir Artemis zu Nada bringen, damit irgendwas mit ihm passiert. Ich weiß noch nicht genau was. Werden wir es herausfinden, denke ich mal. Und wir werden jetzt gleich endlich unseren allerletzten Hauptinventarslot abholen. Hooray! Das bedeutet, wir können dann langsam starten mit dem Einsetzen der Technologien im Hauptinventar, um unser gesamtes Gerüst ein wenig aufzustärken. Da freue ich mich drauf. Aber jetzt erstmal gucken, was wir für Artemis tun können bei dieser ultra dramatischen Musik im Nexus. So, ist ja gut jetzt. Hörst du jetzt auf? Das ist gut jetzt. Ich weiß, das ist ein epischer Moment. Dramatik kaum zu überbieten. Aber jetzt hör auf mit der Musik. Es reicht! Es reicht! Okay, wir reden mit Nada. So. Hallo Nada, es ist immer noch so eine laute Musik da. Freund Entität, Polo hat beobachtet, wie sich dein Signal nähert. Aber es war anormal. Die Signatur stammte aus der falschen Zeit. Fühlst du dich gut? Nicht unvollständig? Nicht verblassend? Nadas Visierleuchte flackert vor Sorge und Unruhe. Ich enthülle dir den Gedankenbogen, Nada. Bitteschön, hier, voll ins Gesicht. Batz! Guck's dir an. Ich erzähle Nada von Artemis, von Null und dem Gedankenbogen. Er leuchtet hell, als ich ihn einweihe. Nada, es ist Echo. Ich hätte nie gedacht, die Seele eines Reisenden zu sehen. Oh, du bist so schön. Aber Freund Entität, dieses Artemis-Echo leidet. Ist nicht mehr verbunden. Dieser Bogen bringt keine Rettung. Warum nicht? Warum können wir Artemis immer noch nicht retten? Artemis-Echo wird nie wieder einen Körper haben. Wird nie wieder etwas entdecken. Sein altes Leben für immer vorbei. Aber wir können ihm helfen. Ja, wir können ihm helfen. Wir können ihn doch in einen anderen Körper stecken. Bei Black Mirror hat das auch funktioniert. Nada hat eine Maschine. Nein, keine Maschine. Es ist etwas Lebendiges. Ein Versteck. Man muss eine Entscheidung treffen. Du kannst Artemis Echo in die Maschine hochladen, wo er in einer Sub-Simulation weiterleben wird. Ja, genau das meine ich doch. Oder hilft dem Artemis Echo, sein Leiden zu beenden. Nein, ich weiß nicht. Ich will ihm sein Leiden nicht beenden. Gibt es einen anderen Weg? Nada schüttelt seltsam den Kopf und versucht, meine Angewohnheiten nachzuahmen. Ich weiß, die Geste zu schätzen, auch wenn sie mich beunruhigt. Du musst entscheiden. Lade ihn in die Maschine hoch, wo er in einer Simulation weiterleben wird, oder hilf dem Artemis Echo, sein Leiden zu beenden. Nach der Simulation. Ich frage, wie das Leben in einer Simulation aussehen würde. Nada hält für einen Moment inne und starrt mich seltsam an. Nada sagt mir, dass sich Artemis immer noch über die Dinge freuen würde, die er erlebt. Aber wenn er von seinem Schicksal erfahren sollte, dass er allein und nicht mehr real ist, keine Freude mehr treffen kann. Ja, doch, er kann ja noch Freunde treffen. Dieses Wissen könnte ihm große Schmerzen bereiten. Ja. Okay, also folgende Sache. Wenn wir Artemis diese Chance geben, jetzt in eine neue Maschine
geladen zu werden und neu ins Leben gerufen zu werden, ist es ja theoretisch möglich, dass wir ihn dann doch da trotzdem, wenn er unzufrieden ist, immer noch auslöschen. Ganz streng gesehen ist er eine Simulation, ein Echo, ja? Wenn wir ihn jetzt einfach wegschmeißen würden und sagen, okay, wir löschen es jetzt, dann wäre es weg. Streng gesehen würde er es wahrscheinlich auch nicht mal wissen, dass er weg ist. Der richtige, der ganz, ganz richtige Artemis wahrscheinlich. Aber man möchte dann doch irgendwie schon, man möchte ihm zumindest eine Möglichkeit geben. Ich möchte ihm auf jeden Fall die Möglichkeit geben, weiterleben zu können, auch wenn es vielleicht nicht viel ist. Ich meine, im Grunde erlebt er ja noch was. Er wird ja auf dieser Anomalie hier weiter existieren. Ich meine, ihr lebt ja hier auch und steht ja auch immer noch auf der gleichen Stelle. Seid ihr einsam? Weiß ich nicht. So, ich habe mich auf jeden Fall entschieden. Ich möchte Artemis auf jeden Fall. Geh und sprich mit Polo-Reisender. Er wird dir helfen, die Maschinen zu kalibrieren, egal wie du dich entscheidest. Was auch immer du tust, ich bin stolz auf dein Mitgefühl. Du bist reisender Freund. Okay, Freund Polo. Das weiß ich sehr zu schätzen. Freund Nada meine ich, so. Polo ist ja sowieso immer unser alter Freund. Nada hat mir gesagt, was du tun musst. Du solltest wissen, dass wir dich unterstützen, mein Freund. Egal, wie du dich entscheidest. Ich werde die Maschine vorbereiten. Es ist der private Rückzugsort von Nada, Freund. Sei bitte vorsichtig damit. Okay. Achso, also laden wir ihn sowieso schon hoch. Von daher. Naja, von daher. Warte mal, wie kommen wir da hin? Moment. Hier lang wahrscheinlich. Und dann hier hin, oder was? Ja, scheinbar. Hier rein. Ja, die Tür geht auf. Hallöle. Korvax Simulationsterminal. Terminal Primus. Alles klar. Hallo. Die Maschine ist uralt und mächtig. Ein Relikt einer Welt, die vor langer Zeit zerstört wurde. Die Machtart ist außergewöhnlich. Es wird eindeutig gut gepflegt und mit viel Liebe behandelt. Ich fühle ein Flüstern. Nadas leises Summen über den Lautsprecher. Während er mit der Maschine spricht, entwirren sich die Worte auf der Anzeige. Autorisierung der Nada-Entität entdeckt. Sekundäre Simulation. 5. Schreibfreigabe. Bitteschön. Dieses Relikt ist eine Simulation eines Sonnensystems. Eins von den alten Korvax gesprochenes Gebet an den Atlas. Jetzt im Herzen der Anomalie neu entstanden. Ein falsches Sonnensystem, das Nada so wichtig ist. Es wird Artemis als Heimat dienen, sollte ich das wollen. Ich will, dass Artemis lebt. Ich werde ihn nicht sterben lassen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich leidet oder. Ich meine, wenn wir ihn jetzt hochladen, ich meine, was machen wir denn falsch? Wenn wir ihn jetzt hochladen, dann kann er uns doch sagen, dass er leidet. Wenn er dann immer noch leidet, können wir es doch immer noch beenden, wenn er das wünschen würde. Aber ganz ehrlich, ich möchte es nicht beenden. Ich werde sein Leben nicht beenden. Ich werde Artemis hochladen. Ich lade Artemis in die Simulation hoch und ein blauer Blitz zuckt vor mir durch die Luft. Nach einem Moment verschwindet er in den Tiefen der Maschine. Nada sagt mir, dass es erledigt ist. Um meinetwillen gestattet er Übertragungen in und aus der Simulation heraus, zumindest solange die Anomalie sichere Systeme durchquert. Er warnt mich, dass Artemis etwas Zeit brauchen wird, um sich an sein neues Leben zu gewöhnen. Jo. Darf ich denn mit dir schon reden? Autorisierung der Nada-Entität benötigt sekundäre Emulation. Läuft. Die Maschine summt und leuchtet lebhaft und mit einer Energie, die mich nervös macht. Das Terminal ist verschlüsselt. Sein Bildschirm nicht zu entziffern. Nachricht übertragen? Was für eine Nachricht? Ich versuche, eine Nachricht in die Simulation zu senden. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Wie kann es sein, dass es ein ganzes Universum zerstört? Aha.
Okay. Sprich mit Nala und Polo, wenn du willst. Nein, ich nicht. Also jetzt noch nicht. Wir haben ja erstmal alles da. Okay, aber was müssen wir jetzt tun? Teile die Last von Artemis Schicksal mit Nala. Untersuchung von Null fortsetzen. In den Weltraum zurückkehren und Apollo kontaktieren. Ah ja. Okay, Apollo möchte auch wieder ein Wortchen mit uns reden. Ein Wortchen. Das wird mich für immer begleiten jetzt. Ich sehe es schon. So. Berichte von Artemis Schicksal, das tun wir. Wenn wir durch diese verbuggte Nexus-Station kommen würden. Jetzt bin ich mal gespannt, was Apollo von uns will. Mit dem haben wir auch schon ewig nicht mehr gesprochen. Also, Apollo, komm ran. Was willst du? Ich habe den letzten Inventarslot nicht geholt. Ich habe den letzten Inventarslot nicht geholt, glaube ich, oder? Oh, warte mal. Ich habe den Inventarslot nicht geholt. Oh nein, ich bin so ein Idiot. Oh. Ich meine, wir werden ihn sowieso wieder kriegen, aber... Jetzt habe ich das so groß angeteasert und jetzt bin ich zu doof, das zu tun. Oh Mann. Oh Mann, warum? Warum? Warum bin... Nein, ich möchte keinen feindlichen Scan haben. So. Ich wimmel die mal ab. Wenn ich jetzt mit Apollo reden kann, erstmal ganz in Ruhe. So. Hallo Apollo. Ganz viel Klo, ganz viel Klo. Empfängst Daten vom Klo. Ich. Ja, hab ich. So. Der Holoterminus zeigt Daten vom Klo. Wieder verfügbar. Dein Signal war am Klo. Ich dachte, du wärst fort. Ne, ich war nur kacken. Alles gut. Es tut gut, Apollos Stimme zu hören. Ich habe das Gefühl, schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen zu haben. Ja? Ja, das stimmt. Erklären. Ich versuche, Apollo meine Erfahrung so gut wie möglich zu beschreiben. Das Tor, der seltsame Planet, eine gewaltige Maschine, die karmesinrote Kugel. Während ich spreche, merke ich, dass die Erinnerungen selbst instabil sind und ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Es ist alles ein dumpfes, schmerzendes Rot. Ich sage Apollo, dass ich glaube, den Atlas selbst gesehen zu haben. Ja, du hast ihn gesehen? Du hast den Atlas getroffen. Die Gek, die Korvax, verehren ihn als Gott. Ich hätte nie gedacht, dass er real ist. Das... Geht es dir gut? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du mitgemacht hast. Er war furchterregend. Nö. Dass er eine Maschine war, das weiß ich nicht so genau. Dass er kein Gott ist, das kann ich auch nicht genau sagen. Ich weiß, dass er keine Maschine... Dass er... Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er nur eine Maschine war. Ich erzähle Apollo von den Dingen, die der Atlas gesagt hat. Wie er von Reisenden und Wächtern gesprochen hat. Als wären wir Protokolle und keine Lebewesen. Was wir für ihn sind, wie er mich angeschaut hat. Es fühlte sich so an, als wären Leben und Tod nur zerbrechliche Träume und keine realen Konzepte. Wenn man drüber so nachdenkt, hat ein Mensch denn wirklich eine Seele? Haben wir wirklich eine Seele oder haben wir wirklich nur einen Körper? Angeblich haben wir ja mehrere Leben. So sagt man sich ja. Wenigstens hat er dir nichts getan und ich glaube, mit dem, was du gerade gesagt hast, lässt sich etwas anfangen. Die Korvax huldigen den Wächtern, weil sie glauben, dass sie diesem Atlas dienen. Jo. Wir können weitere Forschungen anstellen. Diese Maschine wird uns zum Nest der Wächter führen. Wir werden im Handumdrehen reich sein. Okay. Ich möchte schon reich sein, doch. Doch, es geht auf jeden Fall um Geld. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall um Geld. Ich sage Apollo, dass ich seiner Meinung bin. Vielleicht besteht ein Zusammenhang zwischen den Wächtern und dem Atlas. Vielleicht ist das der Weg, den wir einschlagen müssen. Aber es gilt auch, andere Faktoren zu berücksichtigen. Ich erzähle Apollo von Artemis' Grab und meiner Begegnung mit dem mysteriösen Reisenden Null. Artemis ist tot? Ich weiß nicht. Wie? Wer würde richtig fett kacken gehen und dann nie wieder zurückkommen und sterben? Ich weiß, dass ich mich über ihn lustig gemacht habe, aber das war einfach. Er hat sich Sorgen gemacht, er hat geglaubt und ich hab einfach da gesessen und gepresst wie noch nie. Was ist mit ihm passiert? Wo hast du Artemis begraben? Ich möchte mich verabschieden, wenn ich kann. Ihm von deiner Entscheidung erzählen. Ja, wir werden ihn nicht anlügen. Ich sage Apollo, dass Null mir von einer Möglichkeit erzählt hat, Artemis zu retten. Anfangs ist Apollo bei dem Gedanken, Artemis zu treffen, aufgeregt. Aber ich erkläre ihm, was ich getan habe. Ich erzähle ihm, dass Artemis' Seele in einer Simulation weiterlebt und diese nicht verlassen kann. Fragen, ob die Entscheidung richtig war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht 100%, aber es ist von der Moral her für mich die richtige Entscheidung gewesen. Es dauert lange, bis Apollo widerspricht. Wird er glücklich sein? Ich hoffe es, ja. Aber ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es. Du hast das Richtige getan. Du hast es versucht. Was auch immer du gerade fühlst, du sollst wissen, dass du ein guter Freund bist. Ich muss durch das Portal gehen und zu dir kommen, so viel ist sicher. Wir müssen nur die richtigen Glyphenabfolge, die richtige Adresse für deine Welt finden. Finde einen Monolithen, suche in den Daten nach Mustern. Diese Dinger sind Maschinen und wir müssen nur ihren Code verstehen. Ja, okay. Was ein langwidriger Text. Oh, guck mal, ein Frostplanet. So. Aber... Oh. Ja, jetzt habe ich da eine Also wir waren hier auf jeden Fall schon. In diesem System. So viel ist sicher. Also lohnt es sich auch nicht, hier nochmal in der Raumstation vorbei zu sehen, weil hier haben wir, glaube ich, alles geholt soweit. Aber cool, wir können wieder auf den Frostplaneten. Das erfreut mich. Frisch und munter angekommen, direkt neben der Platzpflanze. So muss es sein. So, wir haben hier nochmal ein paar Wissenssteinchen. Die können wir mal... Die können wir mal mitnehmen, sagte ich. So, Gagword. Für kann, Gagword für Treibstoff. Und Gagword für Fehl. Gelernt, so. Okay. Was können wir für dich tun? Brickly Lava. Anomalie. Ich sehe den Stein des Monolithen. Sein unveränderliches mattes Silber. Und doch lauert etwas darunter. Er ist grau, aber nicht grau. Und tief unter seiner Oberfläche ist ein blutroter Schimmer zu erkennen. Alter, was? Der Widerspruch des Jahrtausends. Er ist grau, aber nicht grau. Jawohl. So muss es laufen, ne? So, wir haben ein Portal lokalisiert. In 4 Stunden. Da laufen wir jetzt hin. Nee, Spaß. Machen wir natürlich nicht. So. Wir fliegen hin. Dauert 9 Minuten. Das sehe ich aber anders. So, angekommen. Es hat 0,01 Sekunden gedauert. So, Asche von Ubario Nodai. Ich muss die alle aufladen, oder was? Okay. Die brauchen noch alle komplett individuelle Elemente, wie es aussieht. Nochmal Natrium. Muss ich die jetzt alle aufladen? Anscheinend.
Jesus. Wie viele sind denn das? Kann ich die nicht einfach schnell aufladen oder so? Mein Gott. So, mach rein da. Nö, hier rein. Hier rein, hier rein. Hier rein. Den Fisch auch. Und das Ding auch. So. Okay. Schleife zum Einfangen Reisender aktiviert. Anomalie-Ereignis eingedimmt. Das Portal scheint mich anzubetteln, dass ich mich nähere und will meine Aufmerksamkeit. Es braucht mich, damit ich es aktiviere. Es braucht mich, um weiterzureisen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich drauf hören soll. Die Position dieses Planeten erfragen. Das tun wir. Okay, ist das wichtig? Soll ich das fotografieren vielleicht? Ich mach mal einen F12 Screenshot. Okay, ich soll jetzt Apollo anscheinend kontaktieren. Ja, was ist denn jetzt mit dem Portal? Bleibt das jetzt erstmal aktiv oder wie? Ich weiß nicht genau. Wo muss ich denn jetzt hin? Sagt er mir nicht. Übermittle die Portalglyphen beim Holoterminus an Apollo. Scanne mit C deine Umgebung. Achso. Machen wir. Holoterminus ist entdeckt. Auf dem Planeten hier? Oder auf dem anderen? Da drüben ist es. 14 Minuten sind entfernt. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht eine Markierung für setzen sollte. Ein Schneesturm? Oha. Krass. Schneesturm habe ich, glaube ich, noch überhaupt nicht gesehen hier. Bisher. So, aber wir gehen mal zum Holoterminus. Und schauen mal, was Sache ist. Da müssen wir jetzt... Wen mussten wir kontaktieren? Apollo, ne? Glaube ich. Das war doch richtig, oder? Nicht gegen den Dickfahrt. Oh Gott. So, Holoterminus. Lande bitte, lande bitte, lande bitte, lande bitte. Danke. Ja, bitte um Landeerlaubnis. No Man's Sky, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, ich vermisse das so sehr. Das war ja bei uns tatsächlich der allererste, also bei mir hier zumindest in der Gegend, der erste Winter, wo es tatsächlich hier oben im Norden nicht geschneit hat. Und deswegen genieße ich das hier gerade so ein bisschen. Ach ja. Der Klimawandel. Was tut er nur mit unserer Welt? Er nimmt uns den Schnee weg. Ach ja. Okay. Apollo. Genug getrauert. Weiter geht's. Holoterminus ist aktiviert. Jawohl. Ja. Apollo. Come on. Was kannst du uns... Moment. Ich muss Apollo noch vergewaltigen. Hallo Apollo. So. Ja, ein Landschaftsfoto haben wir gemacht. Super. Aber bitte bleib bei dieser Mission hier. Das wäre sehr schön. Hast du die Glyphen für deine Welt gefunden? Ich bin fast bereit. Mein Anzug wurde verbessert. Mein Bauch ist voll und ich habe einen Gag angeheuert, der sich in meiner Abwesenheit um meine Farm kümmert. Okay. Ich habe sie gefunden, Kumpel. Als ich Apollo ansehe, fällt mir alles ein, was ich im Portal gesehen habe. Was mit Artemis geschehen ist, als er denselben Weg einschlug. Ich denke an den Atlas. Bäh. Oh Gott. Ich denke an den Atlas, daran wie mich ja, danke dir, Siri. Wie mich Nada davor gewarnt hatte, zu diesen Tunneln zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob die Portale sicher sind. Bitteschön. Wie ich kurz gezögert habe. Soll ich die Glyphen geben? Nein, nein, nein. Ich behalte sie lieber doch für mich selber. Geizkragen. So. Ich gebe Apollo die Glyphen und bitte ihn, sie aufzubewahren, damit Artemis Schicksal nicht in Vergessenheit gerät. Er versichert mir,
das zu tun und verspricht, dass wir uns bald wiedersehen. Bevor ich gehe, rät er mir, alles über diesen sogenannten Null herauszufinden, was ich kann. Er weist mich auch darauf hin, vorsichtig zu sein. Das ist aber nett von dir, Kumpel. Ich bin doch immer vorsichtig, das weißt du doch. Ich bin immer ganz vorsichtig. Ich mache nie irgendwie Blödsinn. Siehst du? Hab ich doch gesagt. So. Null der Fremde. Sprich mit Null. Na toll. Und wieder nach oben. Hallo. Hallo Null, was geht? Zwei verlorene Seelen. Die eine machte sich zu viel Sorgen, die andere zu wenig. Ihr Leben ist nicht zu dem geworden, was es versprochen hatte, oder? Ja, an glaube ich nicht. Ja, genau das. So. Jedes empfindungsfähige Wesen hat irgendwann genauso empfunden. Ich auf jeden Fall zumindest irgendwann einmal. Ich war wütend, verwirrt aufgrund meiner eigenen Einsamkeit. Stell dir vor, wie überrascht ich war, als du mich geweckt hast. Oh, ich weiß, dass du das nicht wolltest. Ich weiß, dass du nur mit Portalen herumgespielt hast. Aber egal, was du getan hast, jetzt bin ich hier und ich brauche deine Hilfe. Der Atlas ist nicht das, wofür du ihn hältst. Irgendetwas passiert mit dem Universum. Und nur mit deiner Hilfe finde ich heraus, was das ist. Okay, Kumpel, warum brauchst du unsere Hilfe? Die Wächter bewahren nicht bloß den Frieden im Universum, ihre Beweggründe sind komplexer. Sie suchen Anomalien in der Multiversumstruktur und beseitigen deren Existenz. Ha! Es gibt ein Multiversum! Ich wusste es. Hast du mich mal angesehen? Was glaubst du, würde ein Wächter tun, wenn er auf meine Form treffen würde? Nein, du musst das tun, Reisender. Nicht weit von hier gibt es ein Observatorium. Ich werde dich zur Absturzstelle eines Frachters führen, der für unsere Untersuchung von großem Interesse ist. Dort werden wir das erste Geheimnis finden. Da bin ich mir sicher. So. Du musst wissen, dass der Atlas weder unser Freund noch unser Feind ist. So wie die Luft oder der Wind. Aber er hat auch... Ich wollte gerade sagen, er hat Augen. Er hat wenn schon ein ganz großes, einzelnes Auge. So. Und Schmerzen. Und wir tragen eine Verantwortung, ihn von seinem Leid zu erlösen. Koste es, was es wolle. Okay. Das war mal ganz, ganz schön viel Vorgeleserei. Ich glaube, das war die lastigste Folge bisher, die dann jetzt an dieser Stelle auch erstmal enden wird. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt die kleine Vorlesestunde genossen. Und wenn ihr sie genossen habt, dann lasst es mich wissen mit einem Like oder einem Kommentar. Und wenn ihr ganz gewitzt seid, könnt ihr sogar ein Abo dalassen. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Also dann, bis zum nächsten Mal und...